06TV wird Ihnen präsentiert von der LVM und ihren Vertrauensleuten. Zusammen für Preußen Münster. Torben Ditters, der Drittliga-Auftakt ist gemacht. Am Ende ist es 0-0 unentschieden gegen den BVB. Ich fand, ihr wart ein bisschen die bessere Mannschaft. Hat es sich für euch auf dem Platz genauso angefühlt? Ja, schon. Ich glaube, Dortmund hatte irgendwie wenig Lösungen gegen unsere Verteidigung. Wir haben echt bis zum Ende sehr gut verteidigt. Hatten, glaube ich, erste Halbzeit eine Riesenchance mit dem Lattenkracher. Ich weiß gar nicht, von wem das war, von Johnny oder von Vego. Ja. Auch da finde ich so ein bisschen Chancen plus gehabt. Im Endeffekt muss ich sagen, wir haben sehr, sehr gut verteidigt, hätten uns aber noch die eine oder andere bessere Torchance rausarbeiten müssen. Aber ja, für einen Auftakt zu null gespielt, das wollten wir uns, haben uns vorgenommen. Hatten uns natürlich auch ein Tor vorgenommen, aber es ist heute leider noch nicht geklappt. Aber gezeigt, dass man in der Liga auf jeden Fall mithalten kann. Auf jeden Fall, ja. Und Dortmund hat eine gute Mannschaft, auf jeden Fall. Wir haben mitgespielt, wir haben ein paar Chancen uns erarbeitet, aber wie gesagt, wir müssen auch noch ein bisschen zulegen, glaube ich, wenn es dann auch in 2 Wochen gegen Bielefeld geht. Du bist in die Startelf reingerutscht auf einer für dich ja eigentlich eher ungewöhnlichen Position, zumindest wenn man dich in den letzten Jahren erlebt hat. Wie war es auch für dich da, sich zurechtzufinden? Ja, ich habe die letzten Vorbereitungsspiele auch immer schon dort gespielt. Bin dann durch den Auswahl von Nore reingerutscht, war natürlich froh, dass ich da jetzt die Chance bekommen habe. Wie gesagt, ich habe jetzt in der Vorbereitung die Position schon gespielt. In Lübeck hatte ich die damals auch schon in der dritten Liga gespielt, zwar auf der rechten Seite, jetzt auf der linken Seite, aber ja, ich versuche da der Mannschaft zu helfen, da wo der Trainer mich dann halt aufstellt. Jetzt Vorfreude auf das Auswärtsspiel bei Arminia Bielefeld. Ja, wir haben nächste Woche noch einen Pokal, das dürfen wir nicht vergessen, aber klar, wenn man jetzt schon merkt, die Fans sind, glaube ich, auch schon heiß darauf. Da müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen zulegen, aber wir können mithalten, da bin ich fest von überzeugt und ja, vielleicht oder hoffentlich klappt es dann auch mit dem ersten Tor. Johnny, ein Punkt zum Auftakt in die dritte Liga. Wie würdest du ihn jetzt nach 90 Minuten einordnen gegen den BVB? Ja, also ich sage auf jeden Fall, 3 Punkte wären verdient gewesen. Also ich glaube, wir haben das Spiel gemacht, wir hatten die besseren Torchancen und zum Schluss hat man auch gesehen, dass wir unbedingt die 3 Punkte holen wollten. Hatten gute Möglichkeiten, in meinen auch nach 2 Minuten klar rote Karte, wo ich durch bin. Ja, ich denke, dann läuft so ein Spiel auch nochmal anders, aber können wir jetzt nicht rückgängig machen. Deswegen sind wir jetzt auch zufrieden mit einem Punkt am Anfang und dann holen wir in 2 Wochen Bielefeld die ersten 3. Wie hast du die Szene so früh zu Spielbeginn wahrgenommen? Ja, also ich sehe, dass der lange Ball kommt, dann ich bin schneller, ich bin an ihm vorbei, ich laufe aufs Tor und ich merke hinten einfach ein Ziehen und ein Tritt und Fall. Ist ganz klarer rote Karte, ich habe ihn auch drauf angesprochen. Er hat gesagt, er guckt sich die Szene an, aber ja, also für mich ganz klar rote Karte und nach 2 Minuten und dann läuft das Spiel anders. Aber ja, was Schiedsrichter sind auch Menschen, die machen auch Fehler. Ich denke, er guckt sich das an, dann wird er es auch sehen und nächstes Mal wird er gepfiffen. Trotzdem muss man heute sagen, ihr habt schon echt viel richtig gemacht. Ja, auf jeden Fall. Ich denke, die Vorbereitung war auch echt richtig gut und wir wollten uns heute mit 3 Punkten belohnen. Leider hat es nicht geklappt, aber wie ich gerade schon gesagt habe, dann holen wir halt in Bielefeld die 3 Punkte und dann ist auch gut. Simon, willkommen zurück in Liga 3. Es war nach einer langen Pause endlich wieder das Comeback in der Liga. Wie würdest du die 90 Minuten jetzt beurteilen? Ja, ich glaube im Endeffekt, ein leistungsgerechtes Ergebnis, so mit dem 0-0. Vom Gefühl her waren wir schon ein bisschen näher dran am Sieg, von den Spielanteilen, vielleicht auch von den Chancen. Aber man hat halt einfach wieder heute gesehen, wie eng und wie ausgeglichen so die dritte Liga ist. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht, so mit der Atmosphäre. So die Dortmunder haben unfassbar Stimmung gemacht, unsere Jungs haben unfassbar Stimmung gemacht. So, und das hat halt wieder alles so ein bisschen dieses Gefühl von Fußball zurückgebracht. Und ja, am Endeffekt stehen wir nur mit 1 Punkt da, aber ich glaube, da lässt sich ganz gut drauf aufbauen. Haben in einigen Bereichen natürlich auch noch ein bisschen Verbesserungspotenzial, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, können wir so mit dem Start und dem Ergebnis recht zufrieden sein. Gerade hinten habt ihr eure Hausaufgaben heute alle gemacht. Ja, genau. Ich glaube, das war jetzt auch noch so ein Punkt, den wir in den letzten Wochen oder Tagen nochmal angesprochen haben, weil wir auch in den Testspielen es nicht geschafft haben, da zu null zu spielen. Und deswegen lag der Fokus auf dem Verteidigen auch nochmal diese Woche, haben dann noch ein paar Veränderungen vorgenommen, wie wir es machen wollen. Und ja, das hat, glaube ich, ganz gut funktioniert. Wir haben außer am Anfang, glaube ich, gar nicht viel zugelassen oder gar keine Chancen irgendwie auch dem Gegner gegeben. Und deswegen, ja, vom defensiven Standpunkt aus, glaube ich, ja, haben wir es gut gemacht und am Ende fehlt dann halt nur noch das Tor vorne. Aber wie du sagst, das ist einfach eine Leistung, auf die man aufbauen kann und die Mut macht für die nächsten Aufgaben. Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, das war dann auch nach der Zeit jetzt dann auch mal wieder zum Reinkommen so ein Spiel. Da musste sich dran gewöhnen. Wie gesagt, von der Intensität her komplett anderes Niveau, von der Qualität anderes Niveau wie in der Regionalliga. Und wir haben es aber von Anfang an angenommen, haben uns dagegen gewehrt. Ich glaube, sehr, sehr viele gute Zweikämpfe geführt. Und ja, das ist halt der Weg, auf dem wir weitergehen müssen. Und dann werden auch die Ergebnisse kommen. Trainer, die ersten 90 Minuten in der neuen Saison sind absolviert. Am Ende 1 Punkt, 0-0. Man kann sagen, hinten steht die 0, vorne leider auch. Wie hast du es erlebt? Ja, ich glaube, wir hätten alle gerade das Spiel sehr, sehr gerne gewonnen. Wir haben hinten raus echt viel riskiert, haben viel Druck gemacht, gut nach vorne gespielt, gute Aktionen auch gehabt und uns leider mit dem Tor einfach nicht belohnt.
Ich finde, in der ersten Halbzeit schon hätten wir schon 1-0 in Führung gehen können mit dem Lattenschuss von Gerrit Wehkamp, aber auch eben im Fernsehen gesehen, ein klares Foul an Joel Gradowski nach 20 Sekunden. Ja, wenn er da eine rote Karte gibt, einen Freistoß, dann nimmt so ein Spiel vielleicht eine andere Wendung. Hat er nicht gemacht, damit müssen wir jetzt auch leben. Trotzdem kann ich der Mannschaft nur ein Kompliment machen, wie wir gespielt haben, wie mutig wir dann auch waren und wie dominant wir dann auch in der zweiten Hälfte waren. Also darauf kannst du auf jeden Fall aufbauen und ja, es macht dann auch Spaß. Kann man schon sagen, dass die Jungs gezeigt haben, dass sie in der Liga angekommen sind? Ja, ist vielleicht noch ein bisschen früh, dass man schon, aber zumindest haben wir, glaube ich, können wir mit Selbstvertrauen Fußball spielen. Und das, wenn wir jetzt nach Bielefeld fahren, wird bestimmt auch ein schöner Fight und da freuen wir uns natürlich.